Klettern, Abseilen, das Sausen vom Vorbunker über den Teich, aber auch die Führungen durch den 18 Meter hohen Betonklotz lockten am Wochenende zum Aktionstag 30 Jahre Monte Pinno viel Publikum zum Sander Bunker, der seinen Namen dem damaligen Vereinsvorsitzenden Gerhard Pinno verdankt. Kletterer, Wanderer und Naturschützer gaben Einblick in ihre Aktivitäten und Vereinsarbeit. Seit 1986 wird der alte Weltkriegsbunker, der seit einer missglückten Sprengung direkt nach dem Krieg eine Schräglage von 18 Grad hat, als Kletterbunker genutzt. Der Deutsche Alpenverein, Sektion Wilhelmshaven, hatte den Bunker samt Grundstück 1983 von der Deutschen Bahn erworben. Klettergruppen unterschiedlichen Alters und Könnens nutzen ihn seitdem als Kletterbunker.